Grüezi, Richard Ernst. Ja, herzlich willkommen. Es ist schon lustig, dass ich Sie gerade treffe. Es ist ein reiner Zufall, ja, ich weiss es. Wie so übt man. Danke, dass Sie Zeit haben für den Stadtbus-Talk. Wir machen eine kurze Reise durch ein langes, langes Forscherleben. Es hat seinen Kulminationspunkt 1991 im Nobelpreis für Chemie und hat Winterthur den ersten und bisher einzigen Nobelpreisträger beschert. Ihr Forschen nach neuen Erkenntnissen ist ungebrochen. Und ich freue mich natürlich besonders, dass wir an diesem schönen Tag den Blick drin werfen dürfen. Und darum steigen wir jetzt im Stadtbus. Gut. Wir fahren jetzt auf dem Weg zum Bahnhof an Ihrer Schule im Lee und in der Nähe von Ihrem Elternhaus an der Gottfried-Keller-Straße vorbei. Das weckt sicher Erinnerungen an Ihren lebhaften Kampf um den richtigen Weg zwischen Musik oder Chemie. Wie haben Sie den erlebt und schließlich auch gefunden? Ja, zuerst ist eigentlich die Natur gekommen, das Erleben von der Natur, Wissenschaft, wo ich damit in Kontakt kam, wo ich im Estrich eine Kiste mit Chemikalien gefunden habe. Von Ihrem Onkel? Von meinem Onkel, ja, der 1923 gestorben ist. Aha. Und mit denen habe ich angefangen zu spielen und Experimente machen. Und das sind eigentlich meine ersten wissenschaftlichen Experimente gewesen. Nicht ganz ohne Reaktion auf die Umwelt, oder? Ja, natürlich. Meine Mutter hat Angst gehabt und der Vater hat geschumpft. Und ich habe es trotzdem gemacht. Man muss sich über so Widerstand hinwegsetzen. Aber Sie haben ja, sind ja auch in Versuchung gewesen, Musiker zu werden. Ja, das ist so parallel eigentlich gelaufen. Ich habe immer mehr jeden Tag ins Altstadtschulhaus, wir kommen ja noch da, dort dran, ja, vorbei. Und bei der Trollstraße hat es eine Barriere gehabt. Und über die Barriere musste ich jeden Tag müssen. Und die Barriere war immer zu. Dort musste ich warten und warten und warten. Und mit mir haben andere Leute dort auch gewartet, zum Beispiel der Werner Reinhardt. Ah, ja. Mein Nachbar, der große Mäzen, ja. Genau. Und er ist ja eigentlich verliebt in die Musik, oder die Musik war sein Metier. Und dort bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Musikern, die ebenfalls dort gestanden sind an der Barriere. Leute wie Clara Haskell oder Hermann Schercher, ja, dort gestanden. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht Musik machen? Und jetzt habe ich die zwei Möglichkeiten gehabt. Und das war ja auch sehr gut, weil die Musik hat sie an einem Hauskonzert beim Fotograf Noldi Reynold mit ihrer Frau Magdalena zusammengeführt, ihrer späteren Frau. Und ihr Studium von der Chemie an der ETH hat sie auch zusammengeführt, wo es um Kernresonanz gegangen ist, mit Spitzenforscher in Palo Alto in den USA. Wo ist Ihnen der Durchbruch gelungen, der letztlich dann zum Nobelpreis geführt hat? Ja, das ist eigentlich so schleichend gekommen. Es war nicht einfach so ein Aha-Erlebnis, wo plötzlich das da war, sondern es war eine harte Arbeit. Man hat angefangen eigentlich mit meiner Dissertation in Zürich an der ETH, wo ich schon diese Probleme umgeknüppelt habe und nicht so recht rausgekommen ist, wie man die lösen könnte. Und dann war ich verzweifelt und bin nach Amerika, weil die Schweiz sowieso nichts geboten hätte mehr für mich. Und habe gesagt, nie wieder zurück an die ETH, nie wieder zurück an eine Universität. Und dort, in Amerika, dort ist dann der Durchbruch passiert, ja, in Palo Alto. Ja. Und einige Jahre später hat sie dann in der Luft das Telefon aus Stockholm erreicht. Wo genau war das? Ja, wir sind von Moskau nach New York geflogen. Wir waren so gerade so über Schottland, die Wolken unter uns. Und dort ist der Captain zu mir gekommen im Flugzeug. Ich habe gefuselt. Und ich habe gesagt, lassen Sie mich in Ruhe, ich bin müde. Er hat gesagt, nein, es ist wichtig. Und hat mich geweckt und hat gesagt, ich habe News für mich. Ich habe gerade einen grossen Preis gewonnen. Und das sei zufälligerweise ein Nobelpreis. Ah, also wieder ein Zufall hier im Leben. Nein, ein Zufall. Aber es war ja noch bei Gang. Sie sind von Moskau auf New York geflogen, aus einem ganz bestimmten Grund, oder? Ja, dort habe ich einen Preis mit dem Kurt Wüthrich zusammen bekommen. Der Horowitz-Preis. Der Horowitz-Preis, genau, ja. Also von einem Preis zum anderen. Das ja, es hat sich dort ein bisschen gehäuft. Ja. Nachher ist es dann relativ ruhig geworden. Nach dem Nobelpreis kommt man normalerweise gar keinen Preis mehr über. Ja, was will man sonst noch erreichen? Genau, man hat eigentlich... Aber
wegen dem Nobelpreis, der wird ja dann auch gefeiert mit der Übergabe und vielen Banketten. Und sie haben mal gesagt, der Händedruck von der Königin Silvia von Schweden hat sie wesentlich stärker beeindruckt als der vom König Gustav. Warum das? Ja, weil sie so eine charmante Dame ist, weil sie Deutsch hat können. Ich konnte Deutsch mit ihr reden. Ich bin mit einer Arm in Arm durchs Schloss durchgewandert. Wer kann das schon mit einer Königin? Und wer verliebt sich nicht in seine Partnerin in so einem Moment? Das ist eigentlich selbstverständlich gewesen. Das ist eine glaubwürdige Erklärung. Ja. Sie sind aber trotzdem immer Winterthur geblieben. Und haben auch ihre Kinder, die zu Amerika geboren worden sind, wollen da einschulen. Woher kommt die Affinität zu dieser Stadt? Ich habe dir gesagt, ich bin eigentlich gar kein Mensch. Ich bin eine Pflanze. Mhm. Ich habe Wurzeln. Und die Wurzeln sind in Winterthur. Und man kann mich nicht verpflanzen. Das ist unmöglich. Man kann so am Gummiband ziehen und bis nach Palo Alto reicht. Aber nachher dann schnell sein wieder zurück ja. nach Winterthur. Sie sind dann auch wieder ins Elternhaus gekommen. Ja. Aber auch an die ETH, wie Sie vorher gesagt haben. Und haben dann beides als Fehler bezeichnet. Allerdings mit positiven Folgen. Wie Sie haben nachher ein Haus an der Kurlistrasse bauen und an der ETH eine glanzvolle Karriere gemacht. Also doch kein eigentlicher Fehler. Ja, es war schon eine Phase von einer Regression, zurück an die Wurzeln, zurück in die Jugend. Und in dem Haus, wo ich eben die ersten Chemie-Experimente gemacht habe, habe ich wieder gelebt für fast 10 Jahre. Mhm. Aber nicht mehr mit dem Knall und den Geruchsemissionen von früher? Ja, nein, ich bin dann mehr physikalisch Chemie, mehr instrumentell mich betätigt. Und das, die Explosionen, mit der Zeit verleidet einem das. Ja, das ist nicht eigentlich lebenslänglich. Sie sind ein Mann, der immer 2 Standbeine braucht. Mindestens. Lang sind das Forschung und Musik gewesen. Die Altersguillotine an der ETH hat Ihnen dann eines von diesen Standbeinen eigentlich ein bisschen weggenommen. Aber Sie haben längst angefangen, den absehbaren Verlust zu ersetzen. Dann auf der Rückreise aus von Amerika haben Sie Ihre Liebe zu Asien und vor allem zu den Rollbildern vom tibetischen Buddhismus, zu den Dankas entdeckt. Warum die Begeisterung, die unterdessen ja zu einer höchst bemerkenswerten Sammlung geführt hat? Ja, ich war eigentlich immer schon begeistert von elementaren Malerei, mittelalterlicher Malerei zum Beispiel, wo es farbig ist. Ich meine, wenn Sie Renaissance-Malereien anschauen, Fra Angelico oder ähnliche, die ganz starken Farben haben auf den Bildern und frech die Farben nebeneinander stellen. Und es genau das Gleiche ist in Tibet eben auch der Fall. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dass man da so eine Parallele kann finden zwischen Asien und Europa. Die gleiche Art von Kunst in einem ganz anderen Geist gemalt. Heute dienen Ihnen die Rollbilder aber nicht nur, sagen wir, zur geistigen Erbauung, sondern Sie untersuchen sie auch sehr genau in Ihrem Labor, wenn man so sagen, im Keller, auf Ihre Pigmente hin. Das ist die Fortsetzung von Ihrer Forschung, die aber gleichzeitig Ihr Hobby bedeutet. Ich sage ja immer, es ist wichtig, dass man 2 Beine hat. Das wissenschaftliche Bein und das künstlerische Bein nebenzu. Und wenn man die irgendwie wieder zusammenbringt, und die gegenseitig sich befruchtet und einen Sinn machen, dann hat man sozusagen das erreicht, was man im Leben kann erreichen. Ja. Man wird wirklich ein Mensch. Genau. Den Nobelpreis haben Sie als Aufforderung verstanden, als Appell, die Wissenschaft populärer zu machen, wenn man so will, der Öffentlichkeit näher zu bringen. Ein Instrument dafür ist die Richard-Ernst-Medaille, die Sie gestiftet haben. Ein anderes sind Ihre Vorträge, Ihre Reden. Wozu dient eigentlich die Medaille? Die Medaille dient der Auszeichnung von exzellenten Wissenschaftlern, die gleichzeitig eben auch ein Interesse haben, mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten. Und ich meine, Wissenschaft in Isolation ist eigentlich nicht viel wert. Und es braucht eben den Kontakt mit der Bevölkerung, mit den Jungen vor allem, um die Jungen zu begeistern, auch selber etwas auf den Weg zu stellen. Und das kann man bei so einem Preisvortrag eben sehr gut machen. Und für das ist eigentlich die Ernst Lecture da. Ja, und warum tritt der früher eher kommunikationsscheuche Richard Ernst
heute gerne mit ziemlich launigen und gut verständlichen Reden zu unterschiedlichsten Themen an die Öffentlichkeit. Ja, irgendwie habe ich selber erlebt, wie es ist, wenn man einen Vortrag nicht versteht. Wenn man in einem Hörsaal sitzt und vorne erzählt sie irgendetwas und hat keine Ahnung von was. Und ich habe gedacht, ich will es mal besser machen. Und ich will es so erzählen, dass die Leute auch etwas davon haben und es verstehen. Und das ist eigentlich das eigene Selbsterlebnis, das dazu geführt hat. Und wenn man eben allzu so gut ist und kein Problem hat im Leben, dann kann man auch nicht die anderen verstehen. Und das gibt vor allem für wissenschaftliche Themen, aber sie widmet ihre Vorträge oder Reden oder Auftritte, wie beispielsweise Sommerwintertour im neuen Hyde Park, auch ganz gerne aktuelle politische, gesellschaftliche Fragen. Ja, das ist schon so. Es hängt natürlich alles zusammen schlussendlich. Und wie gesagt, die Wissenschaft, die Isolation alleine ist eigentlich nicht viel wert, sondern es ist eine Funktion, die man hat, zum Problem von der Gesellschaft zu lösen. Und die kommunizieren, ich glaube, das Ganze gehört zusammen. Ja. Wir sind bald am Bahnhof und müssen die allzu kurze Reise durch ein unglaublich langes Forscherleben leider abbrechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das heitere Gespräch und wünsche Ihnen Kraft und Gesundheit, auf ihren beiden Standbeinen noch lange zu forschen. Für die nächsten 80 Jahre. Für die nächsten 80 Jahre. Und ich freue mich zusammen mit Ihnen auf unseren nächsten Gast.